Hey ihr Lieben, ich mach mal eben ein kurzes Handyvideo. Nix Outdoor-mäßiges, nix Lost Place-mäßiges. Kurzer Aufreger des Alltags. Wir haben ein neues Firmenfahrzeug, Schrägstrich Adventure-Mobil. Und da habe ich jetzt natürlich ein bisschen dann ausgebaut, hinten drin. Und beim Benutzen des inneren hinteren Zigarettenanzünderanschlusses ist mir die Sicherung rausgeflogen. Nicht so schlimm, dachte ich, weil bei jedem Auto dieser Erde kannst du ja die Sicherung, ja, wie soll man sagen, die Sicherung einfach tauschen, befindet sich bei jedem Auto unterm Lenkrad. Oh, sorry. Sollen wir eben gerade gucken, was ich hier gemacht habe. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich die Kamera während der Aufnahme drehen kann. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, schade, schade. Schokolade. Warum ist das so? Egal. Aber vielleicht zeige ich euch es einfach so. Also, ich habe das auch bei dem Auto versucht, habe auch unten die Klappe aufgemacht. Verkleidung, nicht Klappe. Eine Klappe gibt es gar nicht. So, solltet ihr ein neues Fahrzeug des Herstellers Stellantis haben, PSA, Opel, Fiat, Peugeot, Citroën, Toyota, dann erwartet euch um eine Sicherung von 35 Cent, 25 Cent, 20 Cent zu tauschen, ein mindestens anderthalbstündiger Werkstattaufenthalt und die dementsprechenden Kosten. Weil das muss raus. Die ganze untere Verkleidung muss raus. Das müsst ihr lösen. Dafür müsst ihr das gesamte Cockpit, ich rede vom gesamten Cockpit, ausbauen. Um, vielleicht kann man es durch den Scheinwerfer hinten erkennen, da hinten hinter sind die Sicherungen. Und es geht nach oben noch weiter. Das kann ich euch jetzt gar nicht mal zeigen. Da müsst ihr dran. Das ist also für einen selber nicht möglich. Die ganze Karre muss zerlegt werden. Das gesamte Cockpit, das Lenkrad, alles, um eine verfickte Sicherung zu tauschen. Entschuldigung, YouTube, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kriege ich so einen Hals, ey, ohne Scheiß. Wie, warum? Warum? Dass ich eine Birne nicht mehr wechseln kann im Scheinwerfer. Ist eine Sache, könnte ich auch schon kotzen wieder. Aber das finde ich einfach rotzfrech. Weil, wie ist die Situation im Alltag? Mir ist jetzt beim Ausbau passiert. Die Situation im Alltag ist ja die, ihr fahrt jetzt mit eurer Family, mit euren Kindern, irgendwie in den Urlaub, seid irgendwo unterwegs auf der Autobahn, merkt, oh, die Kühlbox ist fritte, die funktioniert gar nicht. Komisch. Oh, Zigarettenanzünder, Sicherung rausgeflogen. Gar kein Ding. Eben zur Tanke, kleines Sicherungspäckchen geholt, neue Sicherung einbauen. Kurva, geht nicht. Also wie kann man denn erwarten, dass wegen so einer Lappalie, die eigentlich jeder machen können müsste, so wie Reifenluftdruck auffüllen, da wird demnächst wahrscheinlich ein Schloss dran gemacht an die Ventile oder so, dass man das nicht machen kann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte bei der Werkstatt. Da wurde mir dann gesagt, nein, wir haben gerade Reifenwechselwochen, was sie komischerweise irgendwie das ganze Jahr immer haben. Sie müssen 14 Tage bis 3 Wochen warten, um eine Sicherung zu tauschen? Mann, unfassbar. Aufreger des Tages. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.